Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ihr seht gerade Matt Mario. Ja. Ich soll darauf mal reagieren, weil das viel, viel besser übersetzt wurde von Englisch ins Deutsche. Und wundert euch nicht, also ich habe ja schon mal ein Matt Mario Video reacted. Also wundert euch nicht, wenn euch das ein bisschen bekannt vorkommt. Ich soll jetzt mal auf das reagieren. Es soll viel, viel besser übersetzt worden sein. Und ja, gucken wir mal rein, ne? Mario, ich habe deine Halt's Prinzessin. Maul, du Eidechse! Du! Ja, genau du! Was ist eigentlich dein Scheißproblem? So Du geil, blöde Schnepfe! Wow, du bist blöd. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hast du es nicht langsam satt, gefangen genommen zu werden? Du blöde Schlampe! Das war aber ein wenig. Was ich am lustigsten finde? Stellt euch mal vor, kommt so einer, der so übelst klein ist und der euch übelst beleidigt, ne? Bei Maru ist mir das, also jetzt hier in der Animation, guckt euch mal die Füße so an und Du so einer. blöd! So, und so einer kommt dann und dann, weißt du, ihr seid so übelst groß, weißt du, 50 Meter groß und denkt euch so, what the fuck, woher holt er das? Wo hat er das Organ her? Du Schlampe! Das war aber ein wenig. Glaubst du, ich hab kein Leben? Hab ich nicht schon genug mit Scheiße zu Hast du tun? gar mit den Ich als Füßen? verdammter Klempner? Soll ich kurz rauchen? Ich habe so viele verfickte Schildkröten getötet! Mann, wenn ich nur noch einen sehe! Gottbeschissene Viecher! Die tun doch bloß ihren Job. Warte nur, bis ich zu dir komme, du fettes Rindvieh! Du glaubst, ich bin fett? Das ist das letzte Mal! Das letzte scheißverdammte Mal, dass ich deinen Scheißarsch rette! Wir gehen jetzt heim und rate mal, was du lutschst! Meine Eier! Und, wann kämpfen Wenn du wir? unbedingt mit jemandem kämpfen willst, dann geh zu meinem scheiß behinderten Bruder! Ich bin den ganzen Rotz hier leid! Der hat aber auch einen stressigen Kopf, ey. Fuck! Herr Borsa überlegt sich jetzt, ob er nochmal die Prinzessin entführen soll oder nicht. Ich glaube, das lässt er jetzt erstmal sein. Ich glaube, er macht jetzt erstmal Urlaub. War das nie bei Männern so? Wo war denn das? Bei Two and a Half Men? Oder ich weiß nicht, wo das thematisiert wurde. Wenn Männer so übelst aggressiv sind. Dass sie einen kleinen Penis haben. Gut, bei Mario. Geil. Könnte ja sein, ne? Das ist einfach. Ja, dass er einfach vielleicht da Probleme hat. Ich glaube, das war bei Two and a Half Men. Okay, wir packen ein paar Blöcke da oben hin und eine Grube genau hier unten. Das wäre schön. Und dann noch ein Das Fragezeichenblock wäre mit fünf Münzen drinne. Das wäre okay, oder? Hey, vielleicht sollten wir hier noch eine Röhre hinsetzen. Ungefähr da. Wow, 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 wow. Ich bin hier der Level-Designer. Alles klar? Oh, ja. Entschuldigung, Sir. Hey, du da! Wie meinst du mich? Denkst du, das ist gut? Denkst du, dass es verfickt nochmal lustig ist? Die ganze Scheiße hier? Bei Jesus, warum bist du denn so sauer? Ist das wegen der Röhren? Die Wie das Röhre, die Gruben, die Motherfucker-Bohnenranke! Aber die Bohnenranke hilft dir, zu höheren Orten zu gelangen. Es sollten keine verdammte Höhren. Ja, wollte ich gerade sagen. Es sollten einfach keine höheren Orte im Level sein. Weißt du, dann braucht man auch die Ranken nicht. Orte geben! Hey, ich lasse dir aber ganz viele Dinge hier. Zum Beispiel die Pilze oder die Feuerblume. Oh, vielen Dank! Ja, das ist wirklich eine Hilfe. Ich darf mit meinem Kopf gegen so einen Scheißblock springen, nur um einen Mach ich auch Pilz zu jeden Tag. kriegen, der wie Scheiße schmeckt und der mich nicht mal high macht. Aber wo soll ich sie denn sonst hin tun? Lass sie einfach auf den verfickten Boden liegen! Ist das denn so schwer, du kleine Schwuchtel? Oh, okay, und was ist mit den Münzen? Ich meine, ich lege überall Geld für dich hin. Anstatt hier mir die ganzen Münzen hinzulegen, könntest du mir hier ein verdammtes Walmart aufbauen. Was soll ich denn für dich tun? Hör einfach auf! Ich weiß nicht, warum du darauf bestehst, mein Leben zur Hölle zu machen. Ey, aber Moment, wenn er jetzt damit aufhören würde mit Level Design, wäre er arbeitslos. Das wäre ja auch scheiße, ne? Also, irgendwas muss er ja machen. Gut, die Fallen müssen nicht unbedingt sein. Die Röhren müssen nicht unbedingt sein. So, könnte man vielleicht nochmal mit dem Level Designer drüber reden. So, dass man es vielleicht ein bisschen umtauschen kann.
Aber wenn ich über eine einzige weitere Grube springen muss, eine weitere Röhre rutschen muss oder eine weitere Bohnenranke hochklettern muss, dann werde ich höchstpersönlich deinen Scheißkopf abreißen und in deinen Hals reinscheißen. Haben wir uns verstanden? Junge! Okay. Gut! Vielen Dank dafür, dass ihr mein perfektes Spiel spielt! Ja, stimmt, man könnte eigentlich damit aufhören, ne? Dann wäre aber Mario auch arbeitslos. Der Auto. Du dumme, gottverdammte Schlampe! Du und deine verfickte Periode! Du willst nur nicht ficken! Und ehrlich gesagt, es interessiert mich nicht! Wenn du deine Tage hast, dann stecke ich ihn dir entweder in deinen süßen kleinen Mund oder schieb ihn in deinen Arsch! Wer verfickt nochmal? Oh, hello, Officers! Hey Mario, wie geht's? Hey Mario, was läuft so? Sorry, ich wurde anonym angerufen, weil es hier so einen Lärm gab. Ist bei euch alles okay? Oh ja! Wir gucken die Sopranos und haben die Lautstärke etwas hochgedreht. Es tut mir leid. Oh, das ist eine gute Sendung. Das erinnert mich an ich glaube, das war Achtung Kontrolle oder irgendwas. Oder die Nachtstreife, irgendwo war das. Aber so, der hat so seine Frau übelst laut angeplägt. Polizei war da. Oh ja, hallo. Nee, hier war alles in Ordnung. Also, nee, das war der Fernseher, ne? Und dann ist die Streife dann rausgegangen, also weggegangen. Und da hat man dann... Und hat man nur noch das übelst laut auf einmal wieder blicken hören und die Streife direkt wieder rein. Sendung, ja. Die Sopranos sind klasse. Okay, wir wollten nicht stören, Mario. Bis später dann. Danke, dass ihr uns beschützt und für Gerechtigkeit sorgt. Verdammt, du Motherfucker! Komm sofort raus, du blauer Bastard! Hast du ein Problem mit mir? Hast du die verfickten Bullen gerufen? Da kannst du einen süßen Arsch drauf verwetten. Ich sorg dafür, dass du wegkommst, Mann. Ich bin zu groß in der Stadt. Mann. So verfickt groß. Das Einzige, was ich sehen kann... Wenn ich in der Nähe solche Berge hab, ne, die so ein Gesicht... Ey, Moment mal, der Berg, also die Berge, das sind die Berge, wo Pepper Woods wohnt, ne? Guck mal, also die runden Berge und oben wohnt Pepper Woods, ne? Aber trotzdem, solche Berge, die einen so anlächeln die ganze Zeit, obwohl man so übel schlechte Stimmung hat, ey. Ja, und Sonic sollte mal von seinem Zeug wegkommen, ne? Ich weiß ja nie, was er zu sich nimmt. Also sieht aus wie... Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus, aber sieht aus wie, keine Ahnung, Quack oder so. Also sollte der vielleicht mal von wegkommen, ne? Ja, was hier zu fett ist, ist der Arsch deiner Frau. Hör auf, sie so respektlos zu behandeln! Sie hat ein Stoffwechselproblem! Sie hat gleich noch ein ganz anderes Problem, wenn ich rüberkomme und ihr volle Kanne in die Fresse schlage, Mann. Dann komm rüber! Bist du dir sicher, Mann? Willst du was davon? Willst du, dass ich rüberkomme und dir in die Weiberfresse schlage? Richtig, verdammt, ich will! Du willst doof in der Ecke stehen, Mann, und dabei zusehen, wie ich deiner Frau... Gewalt antue? Ich bin der, der seine Frau dabei zusieht, wie sie gefickt wird! Okay, lass es uns machen! Komm rüber! Fick dich! Fick dich selbst! Alter, ja, ganz normales Nachbarschaftsgespräch, ne? Kennt man ja. Auf dem Dorf, ne? Ganz normal. Aber weißt du, da kennt man sich ja wenigstens noch, weißt du, also, ne? Hier, weißt du, die zwei kennen sich ja wenigstens noch, so, wenn sich hier immer die Leute anplägen, die kennen sich ja nicht, weißt du, hier hat man ja so ein kleines Verhältnis noch mit den Leuten, weißt du? Meine ja nur. Schatz, ich bin zu Hause! Heilige Scheiße! Was für ein beschissener Scheißtag! So eine gottverdammte Scheiße! Dieser verfickte! Oh, du verdammter Hurensohn! Jetzt zieh dich nur an! Du verfressene Stück Scheiße! Warum musst du immer jeden Scheiß fressen, den du siehst? Jetzt ey, muss ich die verkackte Prinzessin alleine retten! Mario, du musst uns helfen! Bowser hat... Ich weiß! Die gottverdammte Prinzessin entführt! Und ihr, verfickten Idioten, seid so blöd, sie zu retten! Oh. Du musst nicht so gemein werden! Lutsch, mein Schwanz!
Du verdammter, fetter Bastard! Ich hoffe, du kriegst so einen fetten Herzen. Aber wie schon gesagt, Yoshi, da kann ich mich einfach rein empfinden. Ne? Ich bin genauso. Sobald ich was sehe, was essbar aussieht, ja, sobald mein Kühlschrank aufgeht, ist egal, ob die Pizza noch im Froster drin ist. Einfach weg ist die Pizza. Na, so sind wir Männer halt, ne? Oder selbst wenn wir die Pizza im Ofen machen, ne? So, selbst wenn die Pizza 5000 Grad warm ist, wir müssen das jetzt essen. Scheißegal, ob wir die ganze Schnauze verbrühen. Ist egal. Wir müssen das essen. Ist einfach so. Fuck, dass es deine ganze abgefuckte Familie umbringt! Oh, jetzt musst du anfangen, hier hinzuscheißen! Warum solltest du auch aufstehen, hm? Fick dich! Scheißen wir doch einfach in Marios Vorgarten! Ist dir scheißegal! Weißt du was? Das könnte sogar Vorteile haben! Wenn ich diese blöde Schlampe nach Hause bringe, dann weiß ich ja, wo ich sie hinstecken kann! Hey Mario! Bowser hat die Prinzessin in... Ich weiß, du Wichscontainer! Ach, geil, ey. Ach, schön, ey. Man hat wirklich gemerkt, wurde besser übersetzt, ne? Also war irgendwie lustiger, hat mir mehr gefallen. Aber ich vermiss den Stein. Ich vermiss die Folge mit dem Stein. Also wenn es noch eine andere Folge gibt mit der Übersetzung, ich Folge 5 mit der Übersetzung, ich muss mir die Folge mit dem Stein angucken nochmal. Ich stoße die Dinger gleich unten rein. Ah, der Stein war cool, der schwule Stein. Aber ja, hat mir besser gefallen. Also wirklich viel, viel besser übersetzt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir bitte über Instagram, über Twitter. Ja, macht ihr eh nicht, dann macht das einfach über die YouTube-Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.